So, so, so. Tschüss! So seid. Danke. Heute starten in Sochi die Olympischen Winterspiele 2014. Hast du dich eingedeckt mit Chips? Hast du deinen Kühlschrank gefüllt mit Getränkedosen? Bist du wirklich ready für Olympia? Behalte mal dieses Bild von mir so. Ich habe auch noch ein anderes Bild von mir mitgebracht. Das bin ich in meinen Kinderjahren auf den Skiern, wie man sieht. Und ich komme aus einer Region, wo man jedes Jahr Winterskirennen durchgeführt hat. Ich mag mich erinnern an ein Jahr, wo ich da auch teilgenommen habe. Und ich war tatsächlich ziemlich weit vorne mit dabei, wenn man von hinten beginnt mit Zählen. Aber immerhin, ich war dabei. Ich habe mich investiert. Nehmen wir mal diese zwei Bilder hier. Den Stubenhocker hier zu dieser Seite und hier den kleinen dynamischen Skirennfahrer. Jetzt begegne ich immer wieder Menschen und gerade eben auch Christen, die haben sich wie hingesetzt. Die sind wie in einer Zuschauerrolle und schauen lieber ein bisschen den anderen Menschen zu, wie sie vielleicht ihren Glauben leben, aber selber sind sie wie passiv geworden. Nun, dieser Typ hier, der ist definitiv näher daran, ein Olympiasieger zu werden, als dieser Typ hier, der sich einfach hingesetzt hat. Er wird zwar nie selber Olympiasieger, er ist einfach ein Durchschnittstyp, aber er hat sich gesagt, ich gebe Vollgas in meinem Lebensrennen. Und so möchte ich auch dich ermutigen. Hey, begib dich aus deinem Sofa heraus, geh in die Startlöcher und fahre das Rennen mit Gott selber.